So, liebe Leute, mit ein bisschen Verspätung, tut mir leid, möchte ich jetzt diese Veranstaltung eröffnen. Ich bin Frank, ich bin der Versammlungsleiter. Also wenn nachher irgendwas ist, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Und ich muss jetzt erstmal einige Dinge hier, organisatorische Dinge mit euch klären. Es gibt hier in Niedersachsen eine Befreiung von dem Vermummungsverbot. Aber diese Befreiung ist gerade von der Polizei aufgehoben worden. Das heißt, wir dürfen uns genauso wenig wie die Gegner dort drüben, dürfen sich nicht vermummen. Also bitte ich, wer irgendwelche Masken dabei hat, irgendwelche Kapuzen und Sonnenbrillen, bitte ich darum, sich nicht zu verkleiden oder zu vermummen. So. Dann soll ich darauf hinweisen, dass die Durchfahrten, ich bin mir nicht sicher welche, aber die sollen freigehalten werden. Wir sollen auf Sauberkeit achten, den Platz wieder sauber verlassen. Wir sollen Bäume und Sträucher nicht beschädigen, ich sehe gerade keine. Wir sollen den Anordnungen der Polizei und natürlich auch unserer Ordner hier Folge leisten. Unsere Ordner haben eine weiße Armbinde, wo Ordner draufsteht, kann man dann erkennen. Und es ist kein Alkohol, keine Dosen und kein Glas erlaubt. Stöcker nur 3 cm Weichholz und wir werden nachher einen Bewegtumzug machen, wir werden nachher laufen und wir laufen die Berliner Allee da drüben lang und dann den Schiffgraben, die Königstraße und dann die Berliner Allee wieder zurück. Sollten irgendwelche Störer auftauchen, irgendwelche Leute, die stänkern, die irgendwelche Sachen werfen und stoßen, schubsen, schlagen, was auch immer, dann bitte ich euch, diese Leute sofort aufzuzeichnen, geht beiseite oder hockt euch hin, damit man diese Leute sieht, also damit wir sofort rausbekommen, damit wir auf Kamera haben, wer irgendwelche Schweinereien hier macht. Sowas wollen wir ja nicht, wir sind friedlich, wir sind Demokraten. Wir stehen heute hier mit dem Schwerpunkt Toleranz, Völkerverständigung, Solidarität. Und da möchte ich hier nochmal darauf hinweisen, ich trage hier dieses Palästinensertuch. Ich habe gesehen, viele von euch haben das auch. Dieses Tuch steht nicht dafür, dass wir Antisemiten oder gegen Israel wären, sondern dieses Tuch steht für Solidarität mit den Völkern, die unsere Solidarität brauchen. Leute wie die Palästinenser, die staatenlos sind, oder wie die Kurden, die staatenlos sind, die brauchen unsere Solidarität. Aber es gibt natürlich auch Leute, auch in Israel gibt es linke und friedliebende Kräfte, mit denen wir solidarisch sind. Auch in den USA gibt es solche. Und dieses Symbol steht also für Freiheit. Und wir wünschen diesen Völkern Freiheit und stehen mit ihnen heute solidarisch. Und deswegen werden wir auch Redner haben, die hier von palästinensischen Vereinen sind und nachher sprechen werden. Wir stehen hier als die engagierten Demokraten. Engagierte Demokraten heißt ja, ihr merkt es ja selber, wir sind hier. Das ist schon Engagement genug. Aber Demokrat sein bedeutet auch, dass wir mehr Demokratie möchten. Dass wir nicht nur alle 4 Jahre irgendwo so ein Kreuz machen möchten. Wir möchten mit Anteil haben an dieser Gesellschaft, an dieser gesellschaftlichen Gestaltung. Und das bedeutet, dass wir davon ausgehen, dass Demokratie immer von unten anfängt, nach dem Prinzip der Subsidiarität, dass die kleinsten Einheiten die größte Macht haben müssen und dass nach oben immer weniger Macht abgegeben wird. Die EU darf gar keine Macht haben. Die dürfte nur ein Dienstleistungsapparat sein, der das tut, was wir hier unten wollen. Ja, die Polizei räumt gerade, das ist gut, weil das ist die Passage, wo wir nachher zu unserem Marsch raus müssen. Ihr merkt also, die Polizei ist versucht, eine demokratische Veranstaltung zu gewährleisten. Und ich glaube, das ist super und wir können uns bei der Polizei schon jetzt bedanken. Die machen scheinbar eine sehr gute Arbeit. Also wenn wir Demokraten sind und Subsidiarität wollen, heißt das auch, dass wir Dezentralität und Regionalität einfordern. Denn diese Macht muss ja dezentral funktionieren. Die darf ja nicht an einer Stelle konzentriert sein. Denn wenn sie konzentriert ist, wie in der EU,
dann passiert es, dass sie ganz leicht unterwandert werden können, dass Korruption und Lobbyismus dort stattfindet. Und das kann so schlimm werden, wenn wir jetzt eine europäische Armee haben, in diesem Zustand, wo wir keine echte Demokratie in der EU haben, dann kann diese Armee natürlich auch gegen das Volk eingesetzt werden. Dann kann Diktatur und Faschismus entstehen. Und genau das wollen wir nicht. Und in demselben Atemzug muss man dann natürlich auch gegen Nationalstaatlichkeit einige Vorbehalte haben. Auch dort darf sich nicht zu viel Macht konzentrieren. Die Macht muss beim Volk, die muss unten bleiben. Eine andere Sache, die sehr wichtig ist. Mein Name ist der Frank. Frank steht ja mit der Redewendung Frank und frei für Offenheit, für Ehrlichkeit. Und Demokratie funktioniert nur, wenn wir diese Offenheit und Ehrlichkeit haben, wenn wir diese Transparenz haben, vor allen Dingen in den Medien. Wenn die Medien uns nicht anständige Informationen liefern, dann funktioniert Demokratie nicht. Wie soll ich mein Kreuz alle 4 Jahre richtig machen, wenn ich nicht mal weiß, was überhaupt anständig abgeht in diesem Land? Und deswegen müssen wir uns unbedingt, das ist das Allerwichtigste, für ehrliche Medien einsetzen. Und da darf es auch nicht passieren. Da darf es nicht passieren, dass die Journalisten dünnhäutig da sitzen und rumjammern, dass mal jemand Lügenpresse schreit. Ich müsste noch viel Schlimmeres schreien. Ich müsste sagen, das ist nicht nur eine Lügenpresse, das ist eine Massenvernichtungspresse. Nämlich so viele Menschen. So viele Menschen mussten sterben aufgrund irgendwelcher Kriegslügen. Tonkien, Vietnam, Millionen Menschen sind da gestorben. Im Irak. Da gab es die Baby-Inkubator-Lüge, diese Brutkastenlüge, danach die Massenvernichtungswaffenlüge, alles Verschwörungstheorien. Da haben die uns einen Bullshit erzählt und Völker haben sie kriegswillig damit gemacht. Und so geht es die ganze Zeit weiter. MH17, da hat man gleich gewusst, Putin hätte das Ding persönlich abgeschossen. Was für ein Blödsinn. Die Niederländer haben jetzt schon die ersten Beweise auf den Tisch gelegt, dass es Putin oder Russland nicht gewesen sein kann. Und diese Medien, die solche Verschwörungstheorien verbreiten, die treiben ganze Völker gegeneinander in den Krieg und das muss aufhören. Und nur so kann doch Demokratie funktionieren. Wir wollen freie, neutrale Medien, die wieder diese vierte Säule der Gewaltenteilung werden, die nämlich Machtmissbrauch, Korruption und Lobbyismus aufzeigen und die uns endlich wieder ein Instrument in die Hand geben, diese Schweinereien zu erkennen, die in der Politik oder in der Wirtschaft passieren. Und vielleicht ist einigen aufgefallen, dass hier so ein paar weiße Rosen hängen. Das hat einen Grund, ich habe hier eine in der Hand. Ich will euch mal ein Zitat vortragen. Das ist von Sophie Scholl 1943, kurz bevor sie durch das Fallbeil hingerichtet wurde. So ein herrlicher, sonniger Tag und ich soll gehen. Aber wie viele müssen heutzutage auf den Schlachtfeldern sterben? Wie viel junges, hoffnungsvolles Leben? Aber was liegt an meinem Tod, wenn durch unser Handeln Tausende von Menschen aufgerüttelt und geweckt werden? In dem Sinne möchte ich hier stehen, so wie ich es vorhin erklärt habe. Wir sind gegen Korruption, gegen diese Machtkonzentration, die zu Faschismus führen kann. Und wir wollen keinen Faschismus, genauso wie diese Menschen damals, wie Sophie Scholl, die in dieser Organisation der Weißen Rose bis zum Schluss gegen den Faschismus gekämpft hat. Und deswegen kann es passieren, dass bei uns die echten, die wahren Antifaschisten stehen. Nicht dieser da drüben. Das hier sind die Antifaschisten. Es kann auch passieren, dass einer mal so eine Parteifahne hier hochhält. Normalerweise ist das ungewöhnlich. Wir haben hier keine Parteifahnen. Wir sind kritisch mit diesem Parteiensystem, weil es nicht uns diese Möglichkeit an Demokratie gibt, die wir eigentlich brauchen. Eine Demokratie, die ja jetzt technisch möglich ist. Wir könnten ja wirklich alle jetzt mitreden. Wir müssen nicht mehr unsere Stimme abgeben und irgendwo in so einer Urne begraben und dort liegen lassen. Aber solange wir dieses System haben, muss ich gestehen, ich habe gewählt.
Was soll ich anderes machen? Ich muss ja wenigstens eine Opposition gegen diese Kriegspolitik wählen. Und meine Option war in letzter Zeit immer die Linkspartei. Ich war der Meinung, dass die Linkspartei eine Partei des Friedens ist. Aber ich werde in letzter Zeit immer mehr enttäuscht. Es gibt dort Kräfte, die für den Frieden sind, aber es gibt dort jetzt immer mehr Kräfte, die transatlantische Verbindungen haben und die mit der NATO kuscheln und die jetzt... Ja, Bo, genau. Rückenpenner! Und die all das machen, um vielleicht jetzt in die Machtposition zu kommen, um eine Koalition zu bekommen. Und wegen dieser Macht schmeißen sie ihre Ideale über Bord oder lassen sich unterwandern. Ich weiß es nicht. Aber ich will solidarisch sein mit denen, die noch ein bisschen Rückgrat haben. Und da nenne ich einen Dieter Dehm. Ein Dieter Dehm, der sich wagt, auch gegen diese Leute vorzugehen und seine Stimme zu erheben und an Friedensdemonstrationen teilzunehmen. Und genau, ich habe hohe Achtung vor Sarah Wagenknecht, die genauso wie ich Volkswirtschaft studiert hat. Super. Sarah Wagenknecht hat verstanden, wie diese Dinge im Hintergrund funktionieren, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse sind. Mit ihr bin ich solidarisch und ich muss sagen, Gregor Gysi war lange Zeit mein Held. Gregor Gysi hat alle diese Punkte angesprochen. Der hat so oft erklärt, dass unsere Regierung kein Rückgrat hat, dass sie da mit der NATO kuscheln, mit der USA kuscheln und dass unser Land nicht souverän ist. Das hat er laut ausgesprochen. Und dafür schätze ich und achte ich ihn. Aber ich bin sehr enttäuscht worden von ihm, als er letztens auf eine Toilette geflüchtet ist, weil friedliche linke Juden das Gespräch mit ihm gesucht haben. Da hat er scheinbar Angst vor der Antisemitismuskeule gehabt. Das finde ich schade, das stößt ihn ein wenig vom Thron, aber ihr merkt, es ist kompliziert mit Parteien. Also man kann nicht einfach jetzt einer Partei seine Stimme geben, weil sozusagen das eigene Bedürfnis, das man hat, nicht immer komplett erfüllt ist. Zum Beispiel könnte ich ein Stück von dieser Fahne, könnte ich auch die CDU dranhängen, weil es dort einen Menschen gibt, der mein Held ist. Jürgen Todenhöfer. Jawohl. Der war im Ausland, der war in Syrien, in Gaza, im Irak. Der hat überall mit den Menschen gesprochen und der hat dieses Leid und Elend gesehen. Und der schreibt jede Woche mindestens einen Bericht darüber. Ich kann euch empfehlen, das zu lesen. Und darum ist es uns viel wichtiger, nicht auf Parteien zu schauen, sondern auf die Menschen, auf die guten Menschen da drinnen und denen unsere Solidarität zu spenden. Aber eine Sache, warum wir hier stehen, die wichtigste Sache ist der Frieden. Und ich komme ja aus der DDR. Und in der DDR war Frieden Staatsräson. Antifaschismus war Staatsräson. Es gab Feiertage, die staatlich angeordnet waren, um das sozusagen zu begehen und zu feiern. Und jedes zweite Sporterlebnis hatte irgendwas mit Frieden zu tun. Bei uns war das in jedem drin, es war normal. Wir haben darüber gar nicht mehr geredet. Und dann komme ich hier in diese Welt, dann sind wir der BRD beigetreten. Und dann stelle ich fest, dass die Leute hier den Kapitalismus derart im Kopf drin haben. Die haben das so in ihren Schädel reingespeichert, dass die nicht mal die Friedensbewegung hier gemeinsam arbeiten, sondern dass sich Friedensbewegungen bekämpfen, dass sie konkurrieren. Was ist denn hier los? Mein Freund, der Robert Spitzner, der leider heute nicht da sein kann, der hat letztens gesagt, solange die Kinder im Krieg sterben müssen, werde ich auf die Straße gehen. Und was ich euch damit sagen will, ist, er hat dort Mut gezeigt und Kraft und Rückgrat. Und gerade heute, wo Friedensbewegungen bekämpft werden, wir stehen ja schon seit etwa einem Jahr auf der Straße und wir werden ständig bekämpft, als alles Mögliche beschimpft. In dieser Zeit ist es wichtig, Rückgrat zu haben, Mut und Ausdauer. Frieden ist nicht für Weicheier, sondern für mutige, kräftige, starke Leute, so wie euch. Und ich danke euch, dass ihr das geschafft habt, euch gerade zu machen, Stimme zu erheben und Gesicht zu zeigen. Vielen Dank. Ganz zum Schluss möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Konstantin, wir haben gemeinsam so eine Aktion Freunde statt Feinde ins Leben gerufen, wo jeder sich fotografieren kann mit jemandem,
mit dem man vielleicht Streit gehabt hat oder mit Leuten, von denen man erwartet, dass sie eigentlich Feinde sind. Und ich kann hier sagen, Konstantin und ich, wir sind beide emotionale Menschen, wir haben uns in letzter Zeit oft gestritten, aber wir sind Freunde statt Feinde. Auf jeden Fall.